kann unten mal in die Videobeschreibung den Namen, also den Link zu seinem Kanal reinstellen. Cool, der war schnell kaputt. Also ich kann unten seinen Link zu seinem Kanal reinstellen. Und wir bewegen uns gerade sehr weit weg. Ah, ja, Zuckerrohr. Entschuldigung, dass ich ein bisschen ablenke. Ich kann unten den Link zu seinem Kanal reinstellen und dann könnt ihr euch ihn mal anschauen. Also der macht immer so News-Videos und sowas. Ja, okay. Also, was kam da dran? Also, was soll ich M sagen? Was kommt dran? Ach ja, genau. Minecraft VS Cube World. Cube World habe ich bis jetzt noch nicht gespielt. Also die Alpha habe ich noch nicht gespielt. Ich habe ein paar Videos dazu gesehen. Und genau, das ist ein 1. Und ja, also ich finde, es ist wirklich ein tolles Spiel. Also so was bis jetzt, was ich davon gesehen habe, ist es eigentlich gar nicht schlecht. Und naja, ein schlechtes Spiel will ich jetzt nicht schlecht machen, aber für mich ist Minecraft immer noch ein wahnsinnig super gutes Spiel und deswegen Let's Plays ja auch. Und da das so super gut und toll, also da ist das so einfach so, ich find's einfach. Nein, ich will kein Java-Update. Da war jetzt wieder kurz ein Schnitt, falls ihr das gesehen hättet. So, da war ein Schnitt, damit ihr das Java-Update zeugt. Ja, okay, nein, den Schnitt lassen wir weg. Wer weiß, vielleicht ist ein Schnitt, vielleicht nicht. Also, Java-Zeugsel, du hast mich gerade voll durcheinander gebracht. Was wollte ich jetzt sagen? Ach ja, genau. Ich bin Minecraft-Fan, weil in Minecraft hast du einfach unbegrenzte Möglichkeiten. Du kannst deine Welt selbst erschaffen. Ich weiß, du hast in Cube World auch eine Open World und alles Mögliche. Aber was ich jetzt noch nicht so richtig gesehen habe, ist, dass du zu einem Baum hingehen kannst und den dann mit deinem eigenen Werkzeug, das du dir gerade eben gebaut hast, so wie wir jetzt die Axt hier, den einfach zerschlagen kannst und dir halt einfach deine eigene Hütte bauen kannst. Du, so viel wie ich jetzt gesehen habe, rennst du rum und killst Gegner. Also ich finde das alles ganz toll. Es gibt Boote, es gibt, wie nennt man das, wenn man vom Berg runterspringt, sowas. Und dann so, Paragliding, glaube ich, heißt das. Es gibt Paraglider, es gibt Magier, es gibt Kämpfer, es gibt Krieger, es gibt jede mögliche Sache, alles mögliche. Ich finde das eigentlich ganz toll, bloß was mir ein bisschen abgeht in diesem Spiel, ist halt, dass man selber einfach so bauen kann und sich Sachen bauen kann. Genau, Sachen bauen kann, das Wichtigste. Also, dass man halt einfach hergehen kann und sagen kann, so, ich, dieser Baum hier, steht mir im Weg. Oder ich brauche sein Holz und dann reißt man einfach den Baum ab, weil man halt sein Holz braucht oder weil er einem im Weg steht. Und somit hat man halt dann diese Möglichkeiten, die man bei Minecraft hat, einfach nicht. Und du bist halt auch in dieser Third-Person-Ansicht, die mir jetzt auch nicht so gut gefällt. Bei so Spielen wie The Last of Us oder so, da gefällt sie mir schon, aber in dem Spiel, so in so Spielen gefällt mir dieses in diesem Spiel, also in Cube World, gefällt mir die Third-Person-Ansicht halt nicht so direkt. Also nicht direkt, wenn ihr es versteht. Und ich sehe gerade, unser Werkzeug ist schon wieder kaputt. Und ihr habt es auch gehört, hoffentlich. Und es wird jetzt langsam Zeit, dass wir mal Steinwerkzeug bekommen. Nicht nur mit diesem Holzwerkzeug hier rumgammeln. Sammeln jetzt bloß hier schön die ganzen Äpfel ein und die, wie heißen sie, Eichensetzlinge. Und wir haben ich habe eigentlich gar nicht danach gesucht, also wir haben, wie heißt das, Zuckerrohr haben wir, Zuckerrohr. Und wir haben sonst eigentlich noch nicht recht viel geschafft, außer ein Haus zu bauen. Und
Cube World zu reden und über die Telekom zu reden. Ja, naja. Also, was gefällt mir so an Minecraft, dass ich Minecraft bevorzuge? Ich würde sagen, Minecraft, du hast unbegrenzte Möglichkeiten. Top-Argument. Also ich habe erstens diese unbegrenzten Möglichkeiten und zweitens habe ich einfach diese Vielfalt, die ich finde in Cube World nicht so gegeben ist. Also ich habe in Cube World noch keinen einzigen Schnee oder Urwald, also Urwald habe ich glaube ich schon gesehen, aber Schnee habe ich noch nicht gesehen. Bevor wir jetzt den Boden bauen, legen wir mal alle Schlausch, auch das hier, und machen uns Stöcker und sowas. Auf jeden Fall machen wir uns erstmal Stöcker, ganz viele, sowas wie 48, und dann bauen wir uns eine Spitzhacke. Ups, so wollte ich das eigentlich nicht. Und mit der Spitzhacke und einem neuen Schwert, weil das alte ja schon fast kaputt ist, das legen wir jetzt mal dahin, die legen wir uns auf die 2, und einem, am besten etwas zu essen, einem rohen Schweinefleisch, machen wir uns mal auf den Weg und besorgen uns etwas Stein, dass man sich die, dass wir die Werkzeuge ein bisschen verbessern können. Und hier finden wir auch schon eine, naja, Wasser. Ah, ist das Eisen? Ist das Eisen? Ist das Eisen? Ist das Eisen? Oder Eisen? Ja, Eisen. Oder Wasser, naja, Wasserhöhle mache ich jetzt nicht so, aber das Eisen, das holen wir uns dann später, wenn wir natürlich eine bessere Spitzhacke haben und alles. Ja, das geht mir auch in Cube World ab, dass du die Spitzhacke zum Beispiel einfach durch das, dass du Rohstoffe sammelst, habe ich jetzt noch nicht gesehen, dass das so geht, aber ich weiß auch nicht, ob es geht, indem dass man Rohstoffe wie Stein sammelt, einfach mal bessere Werkzeuge bekommt und neue Rohstoffe sich beschaffen kann, durch die Rohstoffe wieder bessere Werkzeuge bekommt, diesen Rohstoffmangel, das habe ich also noch nicht erlebt. Und anfangs, so was ich gesehen habe in den Videos, ist es auch relativ schwierig, zum Beispiel wenn man Zauberer ist oder so, immer auf Distanz, weil der hat nur diesen Distanzangriff, den Distanzangriff, komm schon, ja, geschafft, der hat nur diesen Distanzangriff, der etwas, naja, schwierig ist auszuführen. Ja, es ist einfach anspruchsvolles Spiel, was weiß ich. Ich finde halt Minecraft einfach, ich ziehe Minecraft Cube World vor. Es gibt Leute, die das nicht tun, es gibt Leute, die das mit mir auch tun würden, und es gibt Leute, die halt einfach beide gern spielen. Also ich würde jetzt Cube World mir nicht die Alpha holen, oder vielleicht ja einmal mal zum Reinschauen, ich weiß es aber noch nicht genau. Und deshalb, ich werde mir auf jeden Fall, glaube ich, das richtige Endspiel dann, also ich werde es mir mal anschauen, wie es ist und so, aber ich glaube, ich werde es mir nicht holen, also nicht kaufen. Oder wenn man es kaufen muss, ich weiß gar nicht, ob man es kaufen muss. Schreibt mal bitte in die Kommentare, das würde mich jetzt wahnsinnig gerne interessieren. Komm. Das würde mich jetzt wahnsinnig interessieren. Was seid ihr denn da für eine, ich sag mal dazu, Partei? Ja, Partei klingt ein bisschen politisch. Wir wollen ja keine politischen Sachen erwähnen, sondern wir wollen Minecraft spielen und uns über Themen unterhalten, wie zum Beispiel Cube World. Schreibt mir unten in die Kommentare ein, ja, einfach, ich spiele gerne Minecraft oder einfach irgendwie Minecraft oder so rein. Und, mein Spielzeug ist gut. Und schreibt mir, wenn ihr Cube World spielt, Cube World rein, ich spiele gerne Cube World. Oh, nee, nicht schon wieder, ey. Wir haben erst, aber jetzt haben wir ein Steinschwert. Steinschwert. Dann schreibt mir Cube World rein. Und wenn ihr beides gerne spielt, dann schreibt einfach beides oder sowas rein. Das muss jetzt kaputt gehen. Das legen wir jetzt mal dahin. 1. Das legen wir auf die 3. Das hier. Jetzt machen wir mal von allem ein Werkzeug, außer von dieser Sichel da. Also von dieser Sense da, oder wie das ist. Die da. Die
weiß ich nicht, wie sie heißt. Steinspitzhacke. Technischer Fortschritt. Juhu, wir haben technischen Fortschritt. Ja. Rein damit. Ah. Das wollten wir auch aufbessern. Das behalten wir aber jetzt erstmal noch hier oben, weil die Steinschwerter kaputt werden müssen. Das nehmen wir mal hier rein hier. Dann machen wir 4 und buddeln hier mal die Erde aus unserem Haus raus, damit wir ein schönes Haus bekommen. Also ein Haus mit Parkett. Fällt mir eigentlich ein. Ich wollte die Minimap anfangs ausschalten, das ist, was ich wieder total vergessen habe. Immer wenn ich mir was vornehme und das nicht aufschreibe, dann vergesse ich es total, total. Und die machen wir jetzt auch mal aus. Nein, nicht. Das mache ich Screenshots. Wie macht man die denn aus? Mist. Nein. Da. So. So, geschafft. Ja, die hilft uns eigentlich bloß. Wir sehen ja sowieso die Punkte, aber die Karte hilft uns bloß, naja, wenn wir mal was schauen wollen, wo wir gerade sind, da können wir sie dann immer anschalten, wenn wir sie brauchen. Weil die Punkte auch oft einfach nur nerven, finde ich. Aber der Homepunkt ist jetzt anfangs eigentlich echt nützlich, wenn man mal durch einen Monsterkampf einfach, also durch einen Kampf mit Monstern einfach mal weiter wegkommt und dann wieder zurückfinden will. Das ist einfach, ich finde es besser, wenn man die Karte dann hat und den Punkt am Anfang. Das können wir, jetzt haben wir zu wenig, jetzt müssen wir wieder Erde reinhauen. Das können wir dann alles noch ändern und ich bin ja flexibel. Ein Monster da, was mich ein bisschen überrascht, weil wir auf einfach sind und irgendwie nirgends ein Monster ist. Da hätten wir übrigens auch Zuckerrohr holen können. Ist doch schon Nacht, oder? Ja, aber kein Zombie oder irgendwas da, oder ist das da? Das ist eine Kuh oder ein Schaf. Da sieht man den Tempel durch. Aber was ist das da? Ah, das ist eine Höhle. Ich hätte gedacht, das ist eine Kuh irgendwie. Aber die hat sich nicht bewegt, das war ein bisschen komisch. So. Wir haben was wir eigentlich alle haben. So. Ich überlege gerade ernsthaft, weil ich will jetzt ja nicht sterben. Das will ich einfach nicht. Ich will einfach nicht sterben und deswegen überlege ich jetzt gerade ernsthaft, ob ich die Monster ausschalte. Damit wir erstmal einen technischen Fortschritt hinbekommen. Ja, technischen Fortschritt haben wir ja schon, aber ich meine, dass wir einfach unser erstes Bett bauen können. Also, ich würde bis zu unserem ersten Bett die Monster ausschalten. Also, würde ich, glaube ich zumindest. Damit die uns nicht einfach im Bauen behindern. Jetzt ist das Schwert kaputt. Und wenn die uns dann im... Nein! Nein! Nein, das wollte ich nicht. Und wenn die uns halt dann im Baum behindern, zum Beispiel wenn wir jetzt Eisen holen wollen. Ich würde nämlich gerne jetzt aus der... Aber es, ja, es bringt schon Spannung rein. Ich würde nämlich gerne aus der Höhle da das Eisen rausholen und...